Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Jetzt geht's weiter mit Part 2 unseres BMW i7 Videos. Insbesondere geht es jetzt um 4Entertainment und den neuen Theater Screen. Ihr habt, wenn ihr den Theater Screen benutzen wollt, zwei Möglichkeiten. Einmal einfach nur den Theater Screen als Bildschirm zu benutzen und die zweite Möglichkeit, wirklich den kompletten Theater Mode zu benutzen. Das gucken wir uns gleich an, was da so die Unterschiede sind. Und ihr habt dann noch drei Varianten, den Theater Screen sozusagen anzusteuern. Also was der abspielen soll, ob ihr vielleicht irgendwie ein Endgerät habt, was ihr über HDMI anschließen wollt und solche Geschichten. Okay, Lukas, komm mal ran. Wir haben hier die Kontrolleinheit, so ein 5,5 Zoll Display. Darüber wird alles gesteuert. Wir haben hier den Punkt Display. Und dann kommen hier zwei Buttons. Ihr seht jetzt, dass das nicht funktioniert. Hintergrund ist, dass, wir gehen mal zurück, und Lukas, zoom mal raus. Hintergrund ist, dass hier der Beifahrersitz zu weit hinten ist. Wenn das der Fall ist, kann der Theater Screen nicht runterfahren, hier ist kein Platz mehr. Deswegen muss man sicherstellen, zuerst hier einmal in Sitze zu gehen. Ja, und jetzt haben wir hier die ganzen Sitzeinstellungen. Ne, Sitzklimatisierung, Massage, alles cool. Vom Beifahrersitz wohlgemerkt. Und jetzt kann ich hier eben den Beifahrersitz ansteuern. Ja, jetzt kann ich den, das war falscher Knopf, jetzt kann ich den so nach vorne fahren. Ich fahre den mal ganz weit nach vorne, um sicher zu gehen. So. Das müsste reichen. Jetzt können wir einfach wieder ins Home-Menü gehen und nochmal Display anwählen. Jetzt sind die Button auch nicht mehr ausgegraut. Jetzt haben wir eben hier den großen Theater Mode und einfach die Option, den Bildschirm auszuklappen. Das machen wir mal als erstes. Ja. Der Bildschirm fährt runter, wir haben noch keinen Ton und hinter uns das Rollo von der Heckscheibe ist auch hochgefahren, um einfach ein bisschen hier den Raum abzudunkeln, damit wir natürlich besser drauf gucken können. Ne? Was ihr jetzt seht, ist das Demo-Video. Wir haben hinten so einen HDMI-Stick reingesteckt. Dieses Video ist natürlich auf die Bildschirmdiagonale, ich glaube 32:9 ausgelegt. Man muss fairerweise sagen, wenn ihr viel auf YouTube euch irgendwie Videos anschaut, dann sind die wahrscheinlich in 16:9 aufgenommen worden. Also wir schauen mal, wir können sagen hier Display und sagen Originalbild, dann sehen YouTube-Videos wahrscheinlich irgendwo hier so aus, 16:9 halt. Aber ich kann das hier halt ändern. Ja? Ich kann auch sagen, so, guck mal, ich sitze links, ich will den Inhalt links haben, oder ich sitze rechts, ich will den rechts haben. Wir machen jetzt aber mal wieder schön in die Mitte. Wir können natürlich auch die Helligkeit runter regeln und auch wieder hoch. Und was wir auch machen können, hier ganz oben, wir können einmal den Winkel verstellen. Ja, ganz easy. So. Und den auch ein bisschen nach vorne fahren. Ja, wenn ihr den so weit nach vorne habt, dann muss der Beifahrersitz natürlich nicht ganz so weit vorne sein. So, jetzt ist er aber ein bisschen sehr nah. Ich fahre den mal wieder zurück. So, zack. Dann machen wir nochmal Vollbild. Jetzt haben wir hier gerade schön die Werbeinhalte, sag ich mal. Da. Jetzt seht ihr richtig, wie das mal aussieht, wenn ihr mal irgendwie eine Serie oder so schaut. Ne? In dem richtigen Format. Alles klar. Das ist der normale Modus, sage ich mal. Wir haben jetzt nur den Theater Screen runtergeklappt. Jetzt schauen wir uns mal den Theater Mode an. Da gibt es so ein, zwei coole Sachen. So, ich gehe nochmal hier in das Kontrollpanel. Und jetzt sage ich mal, wir haben jetzt gerade die Rollos für Kamera und Belichtung teilweise hochgefahren.
Jetzt kann ich hier mit dem Shortcut sagen, ich will alle öffnen. Oder ich kann die Sachen einzeln anwählen, wie jetzt die Seitenscheibe links, die fährt jetzt runter. Oder jetzt auch hier die Heckscheibe. Ja. Oder ich mache eben, mach das hier mit dem Shortcut, dann geht halt alles zu. So. Jetzt gehe ich nochmal in das Display-Setting rein und kann sagen, einklappen. Und dann klappt er ein. Zack. So. Und jetzt machen wir mal den Theater Mode. Achtung. Oh. So, es sind jetzt eigentlich, bei uns sind jetzt zwei Sachen noch passiert. Wenn das Auto richtig an wäre, wären drei Sachen passiert. Also, zum einen ziemlich deutlich, alle Rollos sind zugegangen. Jetzt ist sie wirklich dunkel drin. Wir können perfekt auf diesen Bildschirm gucken. Und das zweite, was passiert ist, die Sitze, die sind so nach hinten gefahren. Das heißt, ich kann mich jetzt richtig zurücklehnen. Wir haben leider nicht diese Executive Lounge Ausstattung. Bei der hätten wir hier noch eine Fußablage, der Sitz wird vorne vorfahren, sich einklappen, dann noch mit einer Fußablage, das hat der Wagen leider nicht verbaut. Ist aber auch möglich, wenn ihr das haben wollt. So, wenn der Wagen an wäre, dann wäre noch was Drittes passiert, nämlich das, was ihr im Intro-Video gehört habt, nämlich der Ton wäre auch angegangen. Weil der Wagen jetzt nur mit Zündung an ist, sage ich mal, haben wir jetzt keinen Ton. Wir hatten gerade gesagt, damit der Theater Screen runterkommen kann, muss der Beifahrersitz weit genug vorne sein. Das gilt natürlich auch für den Fahrersitz, aber wir hier von hinten mit dem Control Panel können den Fahrersitz nicht einstellen. Das ist einfach so ein Sicherheitsfeature. Du kannst nicht einfach den Fahrersitz, wenn der Fahrer gerade fährt, irgendwie verstellen. Deswegen geht das nicht und da muss man dann wirklich noch mit dem Fahrer kommunizieren, wenn man hier hinten sitzt. Aber gut. Ich fahre mal wieder den Screen ein und wenn es fertig ist, mache ich auch mal wieder die Rollos auf. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Licht hier und dann können wir nämlich das nächste zeigen. Zack. So, wie gerade angesprochen, können wir den Beifahrersitz und auch die beiden hinteren Vorsitze einstellen. Jetzt kommen wir rum. Ah, wir waren hier gerade im Display, ne? Hier sind die beiden Modi für den Theater Screen und hier haben wir die Sitze. Ja, das wäre jetzt der Beifahrersitz, jetzt kann ich sagen, hier, ich möchte den Sitz irgendwie wieder zurückfahren. So, jetzt fährt er zurück. So, ich fahre mal wieder vor. Gehen auch noch ein bisschen nach oben und nach unten. Oder wir gehen mal in dieser Verstellung raus, gehen jetzt mal hier rein, können wir auch so die Lehne verstellen, können wir alles von hinten machen. Ja, sogar die Kopfstütze können wir hoch und runter fahren. So, und das geht natürlich auch mit den beiden Sitzen hinten. Ich sitze jetzt hinten rechts, deswegen kann ich nur den Sitz hinten rechts einstellen, ne? Also hier kann ich wieder sagen, vor und zurück, runter und hoch, kann aus der Einstellung rausgehen mit einem Klick hier einfach ins Nirgendwo, ins Nirvana. Habe hier drei Einstellungen für meine Rückenlehne. Ja. Und auch noch für die Kopfstütze. Hier ausgegraut seht ihr den Sitz hinten links. Den könnte Lukas jetzt bei sich auf der Seite einstellen mit genau den gleichen Einstellungen. Und wir haben natürlich auch hier die Voreinstellungen, ne, mit den abgespeicherten Sitzpositionen, die sind bei uns jetzt aber nicht gespeichert oder da sind keine Sitzpositionen hinterlegt. Was wir auch haben, wir sitzen ja immerhin in einem i7, das ist eine Massagefunktion. Wir können hier die ganzen verschiedenen Massagen auswählen, Rückentraining, Druckpunktmassage, also da gibt es bestimmt für jeden irgendetwas. Ich kann das mal einmachen. Oh jo. Ja. Jetzt hier Rückentraining, Beckenaktivierung,
Ganzkörperaktivierung. Okay, mache ich mal wieder aus. Und was wir auch noch haben, ist eine Sitzklimatisierung. Das heißt hier, ja, sehr stark Sitzheizung. Und hier die Klimatisierung für den Sommer. Zack. Hier kann ich sogar beide Sitze auf der, also beide Sitze links und rechts anwählen, hier oben links. Und hier haben wir auch noch die Kühlung. Ja, will ich eher Kühlung im Rückenbereich, in der Rückenlehne oder eben im Sitzpolster. Womit wir ja die ganze Zeit schon ein bisschen rumgespielt haben, das sind die Rollos. Hier gibt es nicht allzu viel zu sagen. Wir haben hier oben die beiden Shortcuts. Jetzt sind gerade alle offen, deswegen können wir nur alle schließen. Ja, oder wir können halt die einzelnen Rollos anwählen. Ich nehme jetzt mal hier das rechte. Dann fährt auch nur das rechte hoch oder schließt sich. Ja, und jetzt nochmal antippen, dann fährt es wieder runter. So. Punkt Licht. Gehen wir mal rein. Wir fangen mal hier links an mit den Spots. Die Spots sind einfach die bekannte Beleuchtung des Himmels. Ja. Können wir in verschiedenen Stufen eben an- und ausschalten. Und wir können sogar die Farbtemperatur von warm bis kalt einstellen. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. Machen wir wieder aus. So. Also so. Perfekt. Hier haben wir noch ambiente Beleuchtung. Schalten wir mal ein. Die ist jetzt, ihr seht, wir können es nur ein- und ausschalten und die Helligkeit anpassen. Die ist nämlich gekoppelt an die Modes, die wir eingestellt haben. Jetzt gehen wir mal zurück, können hier sagen My Modes und wir sind noch im Theater-Modus. Jetzt kann ich hier sagen Relax. Ah, dann werden sogar die Rollos mit angesteuert. Und jetzt wird eben die ambiente Beleuchtung mit sehr entspannenden Farben angespielt. Also es ist jetzt so ein kaltes Weiß. Ja. Sagen wir mal. Und, oh, ich merke gerade, mit dem Relax-Mode geht auch meine Massagefunktion an. Okay. Expressive. Jetzt geht nur das Dachrollo auf. Und jetzt kommen blaue Farben, hier ein bisschen gelb. Ja. Digital Art ist, finde ich, so der coolste Modus. Jetzt ist alles lila. Die ganzen Modes sieht man natürlich auch vorne im Multimedia-Display. Ja, was der Boss hinten rechts so alles einstellt, sieht der Fahrer dann dementsprechend auch. Und der letzte Modus, den wir hier hinten haben, ist der Personal-Modus. Im Personal-Modus kann ich die ambiente Beleuchtung selber einstellen. Ihr seht, jetzt leuchtet es hier grün. Und wenn ich jetzt mal zurück in den Reiter Licht gehe, seht ihr, jetzt können wir hier auch die Farben ändern. Sind ein paar, aber okay, machen wir mal blau. So, jetzt ist halt alles blau. Was wir hinten nicht haben, das ist dem Fahrer vorbehalten, ist der Modus Sport. Ups. Den Sportmodus kannst du nur vorne über die Bedieninsel in der Armablage einstellen. So, was wir auch noch haben, ist natürlich Telefonie. Hier sehen wir schon kabelloses Laden. Das ist hier in der Mittelkonsole. Ich fahre mal kurz runter. So. Zack. Hier wäre die. Ja, ich kann mal mein Handy reinlegen. So. So groß. So, fahren wir wieder hoch. Zack. Kann man auch haben. Um das natürlich jetzt richtig bedienen zu können, müssten wir jetzt ein Handy oder Smartphone mit dem Fahrzeug koppeln. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil das halt ein Show-Fahrzeug ist, sage ich mal. Ja, aber hier könnten wir natürlich ganz normal alle Anrufe verwalten, letzte Anrufe, Kontakte, frei irgendwelche Nummern wählen. Das ist alles gar kein Problem. So, was wir jetzt noch machen können, ist einmal uns die letzten beiden Punkte anschauen. Seht ihr, dass ich auf Kamera so was Lustiges passiert?
Wir gehen nochmal hier in den Theater-Mode und jetzt können wir eben hier sagen, wir wollen eine HDMI-Quelle anschließen. Ne? Wir haben jetzt keine angeschlossen, aber das machen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir mal ein HDMI-Gerät verbunden, einfach einen normalen Laptop. Und was der Theater-Screen jetzt macht, er fungiert als zweiter Bildschirm. Ja, wir können jetzt hier einfach auf unseren YouTube-Kanal gehen oder irgendwie eine Mail schreiben oder was auch immer. Wir können übrigens auch trotzdem in so einen Vollbildmodus gehen. Macht aber jetzt bei YouTube-Inhalten wenig Sinn. Wir hatten jetzt gerade hier den Laptop angeschlossen, einfach über HDMI. Wichtig zu wissen, die Anschlüsse sind hier hinten und da ist nur ein HDMI-Anschluss und auch ein USB-C-Anschluss. Also wenn ihr mal kein USB-C-Kabel habt, müsst ihr hier so einen Adapter verwenden. Was wir auch machen können, ist einen internen Amazon Fire TV Stick benutzen. Und der wird hier aufgelistet. Das funktioniert aber nur, wenn ihr eine BMW-App habt, mit einer BMW-ID und eine eSIM, weil wir sehen jetzt hier, wir sind offline. Aber wenn ihr das habt, hier BMW-App, Mobiltelefon, eSIM, dann könnt ihr euch hier drüber anmelden und dann halt Amazon Fire TV benutzen. Ihr könnt auch über den HDMI-Anschluss hier hinten so Sachen wie ein Chromecast oder so anschließen, das funktioniert auch. Haben wir jetzt aber leider nicht da. So, das war unser Video zum Theater Screen, ein sehr, sehr geiles Tool, was mich persönlich so an die frühen 2000er und die Pimp My Ride Zeiten erinnert. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Einstellungen ein bisschen fisselig sind. Da muss man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, um sich damit vertraut zu machen. Und man muss zusehen, dass man eine BMW-App und die ganzen Geschichten am Start hat. Aber wenn man das hat und das funktioniert, dann ist das wirklich sehr, sehr cool. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video.